Hallo und willkommen zur neuen Folge Let's Play Cities Skylines. Alleine wie immer und wir sind im Hauptmenü. Ich muss kurz eben gucken, wann die Aufnahme beginnt. Okay. Gehen wir jetzt mal wieder auf Spielladen. Ich starte dann nämlich aus dem Hauptmenü, weil ich wieder zu voll war, Spiel zu laden. Ist da jetzt die aktuelle Stadt? Ich weiß es nicht. Es könnte aber sein, ne? Ja, ich glaube, es könnte sein. Wir gehen einfach mal da rein. Das wird jetzt ja schön lang dauern, weil ich wieder so schlau war. Vor zwei Folgen. Vor zwei Folgen war das, glaube ich, ne? Kann sein, muss aber nicht. Wo ich auch genauso schlau war und auch erstmal 3 Stunden gedauert hat zum Laden. Gut. Währenddessen, ich bin da gerade sehr pünktlich mit aufnehmen, weil ich irgendwie letzte Tage nicht so die Zeit gefunden habe. Spielt auch keine Rolle, nur ich meine, Hauptsache kommt überhaupt irgendwann mal was. Ich könnte einfach mal, während das hier lädt, könnte ich eigentlich mit einem Musiker machen. Ja, eigentlich eine Idee, ne? Machen wir mal eben. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt das Ding weiter aufnimmt, aber Ton wird ja separat aufgenommen, von daher passt das ja. Müssen wir mal eben gucken hier, ob wir irgendwas Schickes eben finden hier. Das schneide ich jetzt aber nicht raus. Das lassen wir jetzt einfach mal ganz pur drin. So, gucken wir mal nach eben, ob wir irgendwas Schönes finden. Wenn dabei nicht der ganze Game abkackt. So, was geben wir hier mal ein? Können wir hier einfach mal gucken, so irgendwie, weiß ich nicht. Machen wir mal eben das hier. Gehen wir mal das hier ein. Was haben wir hier so schönes? Best of. Nö. Nö. Machen wir das hier an, ne? Ja, komm, alle ansehen. Bisschen laut vielleicht. Ich glaube, es dürfte passen, ne? So, haben wir ein bisschen Musik. Ach, weiter gelandet sich. Gut, super. Gut, spielt keine Rolle. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Musik im Hintergrund. Kann ich ein bisschen sagen, ob die Musik weg ist, ne? Nee, aber jetzt kann ich ein bisschen hier so ein bisschen im Takt zu arbeiten, ne? Gucken, kann da ganz lustig werden. Und wenn es eigentlich so das Video heute eigentlich schon so gegen 12 Uhr soll, versuche ich mal die Videos anzupeilen, so hochzuladen. Jetzt haben wir es 20 Uhr und ich bin in der Aufnahme. Ist jetzt nicht ganz optimal, ist ein bisschen suboptimal, aber ist jetzt nicht so schlimm. Das ist einfach manchmal so, ne? Muss einfach mal mit leben. Und gut. Okay. Es hat geladen, wir sind drinnen. Das erste, was mir ins Auge sticht, ist eine enorme Nachfrage nach Wohngebieten und eine Arbeitslosigkeit in 3 Gebäuden. Ah, das kommt gleich schon wieder, ne? Kriegen wir hin. Aber so eine hohe Nachfrage nach Wohngebieten, daran liegt es, glaube ich. Hier ein bisschen nach. Hör mal kurz, ist ein bisschen laut, ne? Jetzt glaube ich ein bisschen leiser, ne? Ich weiß es nicht, aber hier ein bisschen mal eben so machen. Jetzt gibt mein Handy weg damit. So, gucken wir mal hier. Was haben wir denn jetzt da? Feuer haben wir. Haben wir eigentlich noch Brandschutz hier? Naja, gut, ist jetzt mäßig, ne? Irgendwie hat er bei mir jetzt dieses eine. Na, wie heißt das denn? Dieses Deutschland-Pack, oder habe ich das? Ist das ganz normal so? Ist das nicht da? Ach, ich glaube, ich weiß, das glaube ich regionabhängig, ne? Das könnte sein, das könnte sogar glaube ich sein, weil das würde mich jetzt echt wundern, ne? Mit diesem Ohr hat kurz geleckt. Mit diesem Feuerwehrhäuschen hier, also das ist schon ziemlich komisch. Ich habe mein Geldbeutel nicht verloren. Nee, komm, weg. Weg damit. Komm, tschüss. So, wir können uns einfach mal hier hinten nochmal etwas größer hinbauen. Das ist ein Feuerwehrhaus, ich weiß jetzt nicht. So, ja, komm. Oh, super, er passt direkt, ja, ist direkt ein bisschen mehr Reichweite, super. Funktioniert schon mal. Gucken, fällt jetzt auch hier schon direkt der Feuerwehrauto schon los. Der Tor ist offen, ne? Was ist überhaupt ein Tor? Ich habe keine Ahnung. Kann man das eigentlich währenddessen auch machen hier? Ach, kann man sogar, perfekt. So, hier die Häuser bilden sich gerade noch schön und jetzt haben wir direkt. Obwohl wir nicht mal, die Bauhäuser nicht mal ganz gebaut sind, haben wir jetzt schon anfangen nach Gewerbegebieten. Da können wir hier mal vorne mal ein bisschen, ne, haben wir noch ein bisschen Platz, machen wir hier noch ein bisschen hin. Ob da vorne was bauen will, ich weiß es nicht, von mir aus kann da gerne jemand bauen. Wir haben ja hier unsere tollen Autobahnauffahrten gebaut. Also jetzt im Nachhinein sind die schon ziemlich dämlich, ne, aber wenn ich das hier so sehe, ergeben die hier wiederum Sinn. Na gut, spielt keine Rolle. Wir brauchen eine neue Wasserpumpstation, dann haben wir es hier noch auf einer mal tragbaren Niveau. Gucken wir mal. Ah ne, machen wir mal lieber eine neue. Jetzt haben wir auch schon die zweite endlich mal.
Haben wir jetzt lange die erste gereicht. So, haben wir hier. In der Wasseraufbereitungsanlage, die kriegen wir aber erst leider ab 70.000 Einwohnern. Ab 70.000, wäre ein bisschen schlimm, 17.000 Einwohner. Müssen wir dann später noch so ein Abwasserendrohr leider bauen, weil man sieht ja hier, es ist jetzt nicht ganz so sauber, das Wasser. Bis zur Mündung. Und wir können mal eben gucken, wo man expandieren könnte, weil wir können ja schon expandieren, ne? Eigentlich in die Richtung wäre super, ne? Weil man hat da so viel super Platz. Und man gönnt sich natürlich, hier hat man natürlich die Autobahnkreuzung. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde sagen hier, ne? Hat man viel Baugebiet? 88%, ne? Also nee, komm, nehmen wir mal uns. Komm, gönnen wir uns mal. Und dann können wir uns später auch noch sagen, wir bauen hier unten auch noch irgendwo, aber das ist erstmal alles so in Ordnung, wie es ist. Haben wir endlich ein zweites Gebiet gekauft? Super. Wir haben jetzt die Anwendung. Die Autobahn. Was ist jetzt hier? Nee, jetzt mach keine. Ach, doch, kannst du mal hier, komm. Gibt's ja gar nicht. Jetzt macht er einfach Werbung im Hintergrund an. So. Ich lasse das alles drin einfach mal, ne? Ist ja egal, ich bin keine Rolle, ich lasse das drin. Ein bisschen ankert mal sein hier. Ich bin doch gerade so spontan, ich bin immer noch ein Piepsig da, ne? Jetzt ist eigentlich auch egal, ne? Jetzt wird schon keine Rolle mehr. Gucken, jetzt erwartest du mit mir im Channel, dass er auch immer wieder kommt. Der ist jetzt schon eine halbe Stunde AFK. Glaub mir, ist echt nicht einfach mit dem Jungen. So. Machen wir mal hier eben. Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich ist es schon scheiße, dass wir von dieser kleinen Kreuzung haben. Die ist echt schon ziemlich kacke. Muss ich zwar im Nachhinein ehrlich zugeben, die ist nicht so optimal. Man müsste eigentlich sagen, man baut hier so eine Autobahn durch oder man macht da halt diese Anbindung hier ran. Das dürfte auch noch gehen. Irgendwie müssen wir das machen, ne? Kommt zwar, als ich das Lied im Dungeon mal gehört habe, so ein bisschen, also auf jeden Fall ist das schon ein bisschen motivierend, so ein bisschen mit der Musik zu hören, kann ich schon mal so sagen. Ach, wir bauen das mal hier aus, ne? Das ist mal alles ein bisschen hier, ein paar Nebensträßchen bauen hier, so, wo können wir hier noch, man kann eigentlich überall hier, ne? Ich meine, unsere Stadt wird sowieso, die kann halt total verwinkelt aussehen, das spielt ja keine Rolle, das soll ja kein Designerstück hier werden. Machen wir, ach komm, machen wir, das ist auch nicht so ganz klar, komm, machen wir ein bisschen. So, und dann machen wir mal hier, ja, komm, machen wir. Ah, haben wir direkt, da sieht ein bisschen fließender aus, ne? Was ist eine Ampel? Ah, ne, Ampel ist kacke, komm, dann machen wir die Straße weg. Das ist kacke. Weil deswegen habe ich das ja nicht gebaut, ne? So. 12 FPS wegen scheiß Regen hier gerade. Na gut, mit 20, aber. Boah. Egal, ich spiele keine Rolle. Ein verlassenes Haus. Was ist denn los? Brenner fürs Leben ist verlassen. Mal gucken, ob da irgendwann wieder reinziehen will. Übrigens, ich klicke oben einfach die ganzen Meldungen immer weg, ne? Also falls es hoffentlich stört niemanden, aber mir gehen die Nachrichten einmal nur auf den Senkel. Jetzt ist mein Handy angesprochen, mal auch ganz kurz von mir. So, machen wir hier vor 1 Hour aus. So, das ist auch schon mal erledigt. Können wir, ach, ich würde sagen, wir bauen hier oben weiter aus, ne? Sieht schon geil aus mit dem Fluss so. Aha, müssen wir später gucken, ne? Ich würde sagen, wir können mal hier auch mal erstmal hier das andere Gebiet uns hier kümmern. Und das, was wir jetzt gerade hier freigeschaltet haben. Ob man hier vielleicht auch noch eine Autobahn lang und verbindet den später hier so wieder. Kann man eigentlich machen, ne? Dass man hier so sagt, man macht hier so. Ah, wie macht man das? Hat doch schon eine Abfahrt, ne? Aber auf einer anderen Autobahn dann. Macht man das so? Boah, ich habe jetzt schon gar keine Ahnung, ne? Wird schon wieder. Da ist es so gemacht. Auch ganz normal Abfahrt, kann man eigentlich machen, ne? Man kann halt mal eine Abfahrt hier bauen. Dass man hier vorne vielleicht die Straße noch weiter durchzieht. Ach, ich weiß, wir machen es glaube ich anders. Wir machen einfach jetzt. Eben hier so ran. Man kann also sagen, wir machen hier eine Unterbrückung sozusagen. Also eine Untertunnelung. Wir machen dann hier praktisch die Autobahn so rum. So also mittig durch. Und machen dann so Nebenabzweige ran. Das kann man natürlich auch sagen, wäre auch eine Idee, ne? Dann kann ich mir sonst in die Richtung nochmal bauen. Na, ist ein bisschen wahr. Guck mal eben hier. Haben wir nicht für Möglichkeiten? Jetzt zwei Möglichkeiten haben wir. Nee. Also sieht man auch ganz gut die Wassersauberkeit hier. Also die ist schon
ist ganz groß geschrieben. Bis hier oben kann man durchmachen, hat man ein bisschen See, können wir ein bisschen mehr, ein bisschen vielleicht Windkraft oder sowas. Weiß ich nicht, wir brauchen halt eine große Solaranlage. Ach, hier oben können wir es schon machen, ne? Und das hier. Und machen es halt so, haben wir eine Zuganbindung. Wäre auch cool, ne? Machen wir es, glaube ich, lieber so. Wenn wir jetzt schon mal am Kaufen sind. So. Jetzt haben wir hier schon mal zwei neue Gebiete gekauft heute in dieser Folge. Also, geht ja schnell, ne? Sind ja schnell gekauft, muss man sagen. So, müssen wir hier so gucken. Machen wir da, glaube ich, wirklich so. Dann machen wir hier so durch, machen wir hier so außen rum. Machen wir dann die Verbindungen hier so wie das. Können wir machen. Das kann man machen, ne? Können wir auch so zwei Verbindungen machen. Einmal hier so ran und einmal da so. Ja, das machen wir, ne? Erstmal würde ich sagen, bauen wir erstmal die Straße hier noch weiter. Muss auch irgendwo hier der Tunnel lang gehen, ne? Das passt gerade so. Gut, spielt keine Rolle, ist egal, ne? Also, wie machen wir jetzt hier? Wie bauen wir jetzt hier am besten die Straße lang? So, hier so rum? Nein, nicht. Ah, kann man machen, ne? So will er, dass ich die bauen. So, wir haben es jetzt auch wieder zurückgeschafft im Spiel. Er hat eben leider ganz optimal, aber ganz optimal wirklich. Aber ich überlege jetzt gerade, wie macht man das jetzt, ne? Wir können mal die Autobahn eben durchbauen. Diese ganzen Nachrichten, die eben auf dem Geist. Ich bin schon gut, ob man deaktivieren kann, aber ich habe da jetzt keine Option leider gefunden. So, müssen wir mal eben hier gucken. Machen wir mal sonst so einen hier lang. Machen wir so einen, ne, machen wir ihn so lang. Machen wir ihn so lang. Dann sagen wir, bauen hier eine Autobahn lang. Ja, kann man sagen, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Man macht halt so ein Dreieck. Ja, das ist ja. Das ist ja, auf die Idee hätte ich auch direkt kommen können eigentlich. Das wäre so eine Dreibahnkreuzung machen. Wie folgt sie denn aus? Die sieht so aus, okay. Müssen wir natürlich hier ein bisschen abreißen, aber ist ja nicht das Problem. So, machen ein bisschen hier so, ein bisschen so. Und so lang. Reicht das am Platz? Ich hoffe mal, ne? Boah, ja, ne, nicht ganz, ne? Machen wir mal jetzt hier so, das dürfte aber reichen jetzt, ne? Ja, das reicht auch. Das reicht locker. Wieso ist der Ort denn bereits belegt? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier oben so ein bisschen. Ah, da geht. Okay, dann machen wir einfach jetzt hier ran. Knall das Ding jetzt hier ran, perfekt. Ich muss jetzt hier mal eben gucken. Jetzt machen wir hier das, nee, machen wir so, komm. So. Okay, und einmal so. Denn hier wieder einmal, wo haben wir es denn? Ich sehe nichts hier, weil es einfach so dunkel ist. So, jetzt haben wir es wieder dran, perfekt. Eine Dreibahnkreuzung haben wir jetzt. Wo man ganz kurz gucken, ob man Blitzschmelle machen kann, ne? Im Moment, ist alles wieder angekratzt hier, ne? Also müssen wir eben gucken, hier 80. Ah, schon besser, ne? Bildschirm ist ein bisschen staubig, ja, das ist alles ganz optimal heute, ne? Aber ist ja jetzt egal. Wir müssen ja immer damit klarkommen. So. Machen wir mal ein bisschen, ja, komm, machen wir mal so. Na, nicht, das ist ein bisschen blöd, ne? Wir machen mal noch ein bisschen gerade hier. Und dann kann man sagen, machen ab hier so. Ab hier, ne, kann man sagen, ja. So, das haben wir auch. Leider kann man sich so ganz so geil ausrichten, ne? Aber wir haben ein neues Gebäude freigeschaltet, das ist ja schön. Das ist ja eine sehr erfreuliche Nachricht. So, können wir eben gucken, machen wir es hier so lang, ne? Kann man so sagen, ja. So 90 Grad Winkel. Ja, kann man machen. Diese Nachrichten, ne? Die machen mich Wahnsinn. Aber jetzt auch wieder 30 FPS sehe ich gerade. Super. Der Regen hat endlich mal aufgegeben. Die sah einigermaßen gut aus. Es geht alles eigentlich, ne? Also ist jetzt nicht, aha, komm. Bis jetzt nicht auf die Goldwaage legen hier, so. Ein bisschen hier lang so, ne, ein bisschen, ne, komm mal, komm mal. Ein bisschen so. Ja, das ist immer sehr super, wenn die Maus einen Doppelklick hat, das ist perfekt. Das ist super mit Arbeiten, ich sag, es ist wirklich perfekt, also. Vielleicht zum Beispiel über Lärmschutzmauer nachdenken, das wäre auch nochmal eine Idee. Eine Investition wert, besser gesagt. So. Jetzt sind wir ein bisschen näher aneinander dran, so. Und dann haben wir auch erstmal jetzt hier eine Autobahn, kleiner. Kann man sagen, wir brauchen hier oben nochmal eine Anbindung, so ein Dreieck.
Man baut auch mal so eine große Kreuzung und verbindet hier mit normal. Das können wir auch machen, alles. Aber was jetzt so die super Idee ist, ist eine andere Frage, ne? Man baut hier vorne halt immer so ein Ding hin, aber ich weiß es nicht. Müssen wir später gucken, aber erstmal haben wir jetzt hier oben ja dieses Ding gebaut. Ist jetzt schon mal da, die Straße? Also die haben wir schon mal. Wenn ich jetzt ein bisschen durcheinander mache, tut es mir leid, aber. Ja, Müllproblem. Oha. Mülldeponie ist voll. Ach so, scheiße, ja. Gut, hab ich jetzt nicht gesagt, aber ne, so, komm. Das kann ja gar nicht sein. Das ist immer blöd, wenn man halt eben. Man muss halt immer mehrere bauen, die müssen schon später wieder entleert werden. Aber brauchen wir halt 7500 Einwohner dafür, ne? Und die haben wir halt nicht. Wir haben halt doch 5600. Nur. Also ist schon. Ist für mich ist schon eine Zahl. So, hier vorne, komm, machen wir mal. Hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Hoffentlich schimmt sich da auch nicht direkt der Müll auf, dann kriege ich nämlich sonst wieder 10.000 Nachrichten da oben. Gut. An sich, Stefan, das können wir alles später hin. Wenn wir später ausbauen, das alles viel schöner werden hier, dann wird das auch nicht so, naja, aussehen, ne, wie es jetzt aussieht halt. Kreuzung und Verkehr, was damit? Ja, die Kreuzung liegt ein bisschen aneinander, das stimmt schon, ne. Die ist wirklich sehr optimal gebaut von mir. Also das ist schon wieder Premium hier, ne? Also das ist schon wieder alles ganz hohes Niveau. Mist, ja, schöne Kacke, ja. Aber noch geht's, noch geht's. Noch ist nicht so katastrophal. Ich würde uns erstmal sagen, erstmal wieder Zeit stoppen, so wie immer. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat sie wieder mal gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, was die Tage kommen dürfte, irgendwann. Mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.